Die Staatenprüfung hat gezeigt, dass der UN-Ausschuss überhaupt nicht zufrieden ist mit der Umsetzung der inklusiven Bildung in Deutschland. Und das sind wir als Monitoringstelle tatsächlich auch nicht. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt ein Rollback in den Bundesländern, dass man das Gefühl, man dreht da was zurück. Und die Länder haben auch im Bundesrat damals bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention abgestimmt und den Finger gehoben. Das bedeutet, es reicht eben nicht nur zu ratifizieren, sondern es muss umgesetzt werden. Das sind die Länder jetzt in der Verantwortung. Und ich fordere alle auf, die jetzt so das Gefühl haben, auch in den Landesregierungen, man müsse da was zurückdrehen, man müsste vielleicht politischen Kräften nachgeben, die Inklusion ablehnen. Das ist der falsche Weg. Was sollen wir denn noch tun, um das Recht unserer Kinder, damit das Recht unserer Kinder auf inklusive Bildung Wirklichkeit wird? Eltern aus ganz Deutschland bauen bei der Staatenprüfung zur UN-BRK in Genf ein Protestcamp auf. Sie schreiben gemeinsam mit 140 Vereinen und Verbänden und über 1400 UnterstützerInnen einen offenen Brief. Und sie warten vergeblich über 4 Monate auf Antwort. Und jetzt sind wir wieder hier bei der Tagung. Und wir sagen, der Bund muss endlich die Länder bei der inklusiven Bildung in die Pflicht nehmen. Denn sonst gibt es nur eine einzige Interpretation. Ihr wollt es nicht! Wie weiter nach der zweiten Staatenprüfung? Heute fand dazu in Berlin eine Konferenz statt vom Deutschen Institut für Menschenrechte und vom Behindertenbeauftragten Jürgen Dusel. Liebe Frau Lagrande, herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann es zwar nicht sehen, aber ich habe mir sagen lassen und ich nehme es auch anders wahr. Die Hütte ist voll. Nach der neuen Staatenprüfung und der Kritik aus dem UN-Fachausschuss, welche Rückschlüsse zieht Deutschland für sich? Naja, wir müssen jetzt tatsächlich ins Machen kommen. Im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung steht eine Menge drin zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Die Legislatur ist jetzt eigentlich schon zur Hälfte rum und es muss jetzt tatsächlich was geschehen und deswegen machen wir hier die Veranstaltung. Ja, das ist schwer zu beantworten, weil wir können ja nicht für die Bundesregierung sprechen, was Deutschland daraus für Rückschlüsse zieht. Aber der Eindruck, den wir haben, ist, dass das ein bisschen missverstanden wird, was aus Genf kommt, so als ob das jetzt diesmal nicht so schlimm wäre oder nicht so streng, dass jetzt beispielsweise der Ausschuss nicht mehr fordert, dass Sondereinrichtungen abgebaut werden müssen. Das ist aber ein Missverständnis. Man muss das, was der Ausschuss letztes Jahr gesagt hat, in Ergänzung zu sehen, was der Ausschuss schon mal 8 Jahre vorher gesagt hat. Also diese abschließenden Bemerkungen von 2023 stehen in Ergänzung zu denen von vorher. Und wenn man das mal zusammenschaut, sieht man, dass die Kritik des Ausschusses eigentlich noch stärker geworden ist. Der Ausschuss hat jetzt nochmal richtig vehement gefordert, dass Deutschland endlich die Hausaufgaben macht und mal an seine Sonderstrukturen rangeht und da mal richtig dicke Bretter bohrt. Ja, und besonders dringend hat der Ausschuss das angemahnt in den Bereichen Arbeit, Bildung und Wohnen. Wie kann es in Deutschland gelingen, trotz kommunaler Verantwortung das Bildungssystem entsprechend der UN-BRK zu gestalten? Indem die Länder, die Bundesländer, ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das ist mir sehr wichtig, weil man hat manchmal den Eindruck, es gibt ein Rollback in den Bundesländern, dass man das Gefühl, man dreht da was zurück. Und die Länder haben auch im Bundesrat damals bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention abgestimmt und den Finger gehoben. Das bedeutet, es reicht eben nicht nur zu ratifizieren, sondern es muss umgesetzt werden. Das sind die Länder jetzt in der Verantwortung. Und ich fordere alle auf, die jetzt so das Gefühl haben, auch in den Landesregierungen, man müsse da was zurückdrehen, man müsste vielleicht politischen Kräften nachgeben, die Inklusion ablehnen. Das ist der falsche Weg. Die Staatenprüfung hat gezeigt, dass der UN-Ausschuss überhaupt nicht zufrieden ist mit der Umsetzung der inklusiven Bildung in Deutschland. Und das sind wir als Monitoringstelle tatsächlich auch nicht. Kaum ein Bundesland hat sich auf den Weg gemacht, die inklusive Schule für alle Kinder mit Behinderung aufzubauen. Immer noch ist es so, dass 6 von 10 Kindern mit Behinderung auf der Förderschule geschult werden. Und der Anteil von Kindern mit Behinderung auf der Förderschule ist es immer noch 4,5%, also der Anteil an allen schulpflichtigen Kindern. Und zum Vergleich, 2009 waren das 4,9%. Das heißt, die sogenannte Exklusionsquote sinkt nicht. Wichtig ist es, dass die Länder sich auf den Weg machen, ihre Schulgesetze zu reformieren, denn in den Schulgesetzen der Länder gibt es immer noch Ressourcenvorbehalte, die eine inklusive Beschulung verhindern. Das heißt, wenn Eltern sich dafür entscheiden, das Kind inklusiv beschulen zu lassen, die Kinder das auch möchten, wenn das zu teuer ist,
dann wird das nicht umgesetzt. Dann kann das die Verwaltung entscheiden. Das ist menschenrechtswidrig, diese Ressourcenvorbehalte. Das findet sich in allen Schulgesetzen in allen 16 Bundesländern noch. Außerdem wichtig ist auch zu sagen, man braucht einen Ausbau wirklich flächendeckend in jedem Bundesland von wohnortnahen inklusiven Schulen. Also jede Familie muss wirklich in der Nähe eine gute inklusive Regelschule haben, damit man sich überhaupt wirklich bewusst und gut für diese Schule entscheiden kann. Denn dieses Elternwahlrecht, von dem oft gesprochen wird, das ist dann ein Scheinwahlrecht, wenn es im Grunde eigentlich nur eine gute Förderschule in der Nähe gibt, aber keine gut ausgestattete Regelschule. Warum ist es Deutschland nicht gelungen, die UN-WRK nach 15 Jahren der Ratifizierung umzusetzen? Es ist in manchen Teilen gelungen, aber in vielen Teilen wirklich nicht, insbesondere wenn es um die Deinstitutionalisierung geht, also wenn es darum geht, Institutionen abzubauen, Beispiel bei Werkstätten für behinderte Menschen oder auch beim Wohnen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zumindest zurzeit nicht die höchste Priorität hat. Das muss sich ändern und deswegen machen wir zusammen mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte jetzt eben diese Veranstaltung. Wir brauchen mehr Schwung für die Umsetzung, die ist nämlich nicht verhandelbar. Wir haben uns dazu verpflichtet, wir müssen raus aus der Müdigkeit und wir müssen wirklich reinkommen ins Arbeiten. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Aufgaben, die die Behindertenrechtskonvention an Deutschland stellt, langfristige Aufgaben sind. Da geht es darum, auch einen Strukturanbau in Deutschland und einen Systemwechsel zu erreichen. Das sind die Sonderstrukturen, die Leander Pallert eben schon ansprach, im Bereich Bildung, Arbeit und Wohnen. Da haben wir immer noch die gleichbleibende Anzahl von Menschen, die in Förderschulen lernen, also Kindern, aber auch die in Werkstätten arbeiten und in stationären Wohneinrichtungen wohnen. Das braucht natürlich Zeit. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der Grund ist, wir haben tatsächlich auch Bestandsinteressen der Strukturen, die da sind. Also wir kämpfen tatsächlich in der Umsetzung gegen ein mangelndes Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Also letztendlich müssen sich alle Verantwortlichen in Deutschland aufmachen, wirklich einen Systemwechsel zu wollen. Und da mangelt es in der Tat immer noch in dem Punkt. Ein weiterer Grund ist auch noch ein finanzieller Ressourcenmangel, das hören wir immer mehr. Im Moment ist ja die Politik durch Sparzwänge geprägt, es geht immer ums Sparen. Es ist aber so, dass Menschenrechte nicht unter Haushaltsvorbehalte gestellt werden können. Das heißt, wir müssen Barrierefreiheit schaffen. Und wir wissen auch tatsächlich, dass das Kostenargument gar nicht unbedingt greift, denn wenn man von Anfang an barrierefrei gestaltet und baut, im Sinne eines Universal Designs, ist es gar nicht teurer, als wenn man das nicht täte, und alle profitieren davon in der Gesellschaft. Welche Erwartungshaltung besteht gegenüber der jetzigen und zukünftigen Bundesregierung bezüglich der Umsetzung der UN-WRK? Also ich wünsche mir natürlich, dass wirklich die Dinge, die im Koalitionsvertrag verabredet wurden, also dass Deutschland in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Bereiches barrierefrei wird, dass das jetzt wirklich auch gemacht wird. Ich setze da meine Hoffnungen auch insbesondere auf Hubertus Heil, der jetzt vor ungefähr einem Monat angekündigt hat, dass wir tatsächlich jetzt auch mit dem Referentenentwurf zum Behindertengleichstellungsgesetz rechnen können. Und ich sage es nochmal, es gilt da der Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wir brauchen jetzt diesen Referentenentwurf und es muss wirklich vorangehen. Ja, vor allem, dass wir nicht noch mehr Jahre ins Land ziehen lassen, bevor wir da mal grundsätzliche Weichen umstellen. Ja? Und Frau Schlegel hat es gerade gesagt, in Sachen Barrierefreiheit, dass wir endlich verpflichtende Regelungen haben für Barrierefreiheit von Anfang an. Ja? Sei es im Neubau, sei es bei barrierefreien Produkten. Und zwar egal, ob die von der öffentlichen Hand oder von privaten Anbietern kommen. Und von mir aus braucht man da auch Übergangsfristen, ist ja klar, damit man sich vorbereiten kann. Nur müssen die jetzt zu laufen beginnen. Ja? Und je später wir anfangen mit Übergangsfristen, desto kürzer müssen die sein. Also doch lieber jetzt eine Übergangsfrist setzen mit einem klaren Ziel. Ja? Und im Grunde genommen erwarte ich mir von der Bundesregierung, eigentlich von den Verantwortlichen nicht nur der Bundesregierung, sondern im Bund, Ländern und Kommunen, ja, dass die jetzt mal wieder Energie reinbringen in das System. Ja? Weil wenn wir grundsätzlich was verändern wollen, ja, Inklusion, eine inklusive Gesellschaft baut sich nicht von alleine auf.